Liebe Genossinnen und Genossen, dass ich heute hier stehe, ist keine Selbstverständlichkeit. Als ich mein Abitur machen wollte, hat man mir gesagt, das wirst du nicht packen. Als ich studieren wollte, hat man mir gesagt, das wird schwierig. Und als ich letztes Jahr mir vorgenommen habe, für den Bundestag zu kandidieren, hat man mir gesagt, du wirst nicht gewählt. Ich habe in all dieser Zeit nicht aufgegeben und ich habe nicht aufgegeben, weil viele von euch hinter mir stehen, über Wochen hinweg, Monate und teilweise über Jahre hinweg. Und ihr habt mich unterstützt und ich bin wirklich sehr dankbar für diese Unterstützung. Das wird schwierig oder du schaffst das nicht, hören auch andere Menschen, beispielsweise in der Schule, auf der Arbeit. Doch für uns SozialdemokratInnen und Demokraten muss klar sein, wir müssen die Bedingungen aufbauen, unter denen Menschen gleichberechtigt an der Gesellschaft teilhaben können. Meine Großmutter ist jahrelang putzen gegangen. Und als ich sie letztens angerufen habe, hat sie mir erzählt, dass sie jeden Tag 6 Stunden gearbeitet hat und am Ende des Monats 500 D-Mark bekommen hat. Runtergerechnet sind das 4-5 Mark. Sie hat sich aber nie beschwert. Aber wenn man das objektiv sieht oder subjektiv sieht, war das natürlich keine richtig gute Anerkennung ihrer Arbeit. Und so geht es auch heute vielen in den Jobs. Die Jobs, die am schlechtesten bezahlt werden, dort arbeiten viele Frauen, viele darunter Migrantinnen und viele Alleinerziehende. Deshalb steht für mich fest, das Erste, was wir in einer Regierung umsetzen müssen, ist der Mindestlohn von 12 Euro. Und zweitens, das sage ich hier auch ganz klar, wir brauchen ein Equal-Pay-Gesetz. In Island klappt das. Wir haben eine Lohnungleichheit von 18% zwischen Männern und Frauen. Und in Island ist es so, dass alle verpflichtet werden, das Gleiche zu zahlen. Und da müssen wir auch hin, dafür will ich mich einsetzen. Liebe Genossinnen und Genossen, wie viele Kinder auch in Berlin, hatte ich auch meine Probleme in der Schule. Meine Eltern konnten mir bei den Hausaufgaben nicht helfen. Ich bin in der 7. Klasse sitzen geblieben. Und für so ein Kind ist es, glaube ich, mit das Schlimmste, was einem passieren kann. Ich erinnere mich noch, dass ich die ganze Nacht geweint habe. Für mich ist klar, vor allem in dieser Zeit, in der Corona-Pandemie, werden viele Kids zurückgelassen. Aber das darf einfach nicht sein. Deshalb werde ich mich einsetzen, auch hier in Berlin, und das muss auch schnell gehen, dass wir ein Corona-Aufholpaket haben in Höhe von 2 Milliarden Euro, damit die Kids nicht abgehängt werden, liebe Genossinnen und Genossen. In den letzten Monaten und Wochen habe ich mich mit vielen Menschen, Vereinen und Organisationen oder mit vielen Menschen in Vereinen und Organisationen gesprochen, mit Jugendclubs, mit Sozialunternehmen, mit MigrantInnenorganisationen. Alle haben gerade Angst. Sie haben Angst davor, dass ein Spardiktat aufkommen wird. Union und FDP wollen das, das wissen wir auch ganz klar. Aber Sparen auf Kosten derer, die bereits zu wenig haben, wird es mit der SPD nicht geben, wird es auch mit mir nicht geben, liebe Genossinnen und Genossen. 45 Menschen hier und jetzt in Deutschland besitzen mehr als 40 Millionen Menschen. Und das zeigt, dass wir ein Riesenproblem haben, ein Riesengerechtigkeitsproblem. Und es ist klar, nicht die alleinerziehende Mutter, nicht der Beschäftigte im Einzelhandel, der Bezieher von Transferleistungen, muss für diese Schulden oder Kosten aufkommen, sondern die, die ihr Geld in Steueroasen parken, die viel zu viel haben und zu wenig abgeben wollen. Ich kämpfe deshalb für eine Vermögenssteuer, eine faire Erbschaftssteuer und die Erhöhung des Spitzensteuersatzes für Reiche. Liebe Genossinnen und Genossen, dass ich heute hier stehe, ist keine Selbstverständlichkeit. Mein Großvater Ibrahim Demir ist vor 50 Jahren in dieses Land gekommen, wie Millionen anderer, um seiner Familie ein besseres Leben zu ermöglichen. Und er hat es geschafft, mehr noch, sein Enkel kandidiert 50 Jahre später für den Bundestag. Das sind die Geschichten, die dieses Land auch schreibt. Und ich würde mich freuen, wenn wir diese Geschichte fortschreiben. Ich danke euch für eure Unterstützung.